Und dann haben wir Veranstaltungen in Kirchen gemacht, wo wir wirklich ziemlich frei geredet haben, was uns bedrückt. Mhm. Die waren immer sehr gut besucht, diese Veranstaltungen, und waren natürlich der Stasi ein Dorn im Auge. Aber dadurch hatten wir über die Jahre auch schon so eine Erfahrung, dass man Grenzen weiter ausloten kann als allgemein gedacht. Ich stehe hier zusammen mit Jutta Seidel, und zwar in der Fährberliner Straße 91 an einem historischen Ort. Was fühlen Sie, wenn Sie hier stehen? Warum ist dieser Ort historisch? Das ist das Wohnhaus von Bärbel Bohley gewesen. Bärbel Bohley war eine ganz wichtige Frau in der Friedensbewegung der DDR, bis hin zur Gründung des Neuen Forums. Wir haben uns in diesem Atelier, das ist diese untere Etage hier, sehr oft getroffen. Es war eigentlich der häufigste Treffpunkt für alle Absprachen, alle Besprechungen, alle Gäste, die kamen und so weiter. Und warum war das Neue Forum in der DDR so etwas Besonderes? Es war, ja, da gibt es ein bisschen hin und her. Es gab schon die Gründung der SDP im Sommer, und es gab auch verschiedene Gruppierungen. Das Neue Forum war die erste Gruppierung, die alle einbeziehen konnte, weil der Aufruf so formuliert war, der begann ja mit der Feststellung, dass die Kommunikation zwischen Volk und Regierung gestört ist, und deswegen diese unangenehmen Zustände im Lande überhaupt nicht zu beseitigen sind, und deswegen fanden sich ja sehr viele unter diesem Aufruf. Es ging nicht um Sozialismus, es ging wirklich nur darum, die Kommunikation wieder in Gang oder überhaupt erstmal in Gang zu setzen und zu sehen, wie man die Lage verbessern kann. Und das konnten sehr viele mittragen. Das war dann, waren ja mehrere hunderttausend Leute unterschrieben innerhalb kürzester Zeit. War ja noch vor dem Mauerfall, also im September 89. Und das war schon für viele sehr mutig, das zu unterschreiben. Ja. Aber das hat auch so eine Gemeinschaft hervorgerufen, ja? Diese gemeinsamen Unterschriften. Ja. Warum war das für viele mutig? Was hätte passieren können, wenn man da unterschrieben hat? Ja, das wusste man ja nicht so genau. Also es war im Grunde illegal. Es war auch nicht gewollt, und es konnte schon passieren, dass man von der Stadtsicherheit abgeholt wird oder im Betrieb Ärger kriegt und all diese Maßnahmen, die es da so gab. Das hätte passieren können, ist meines Wissens nicht passiert, weil man unterschrieben hat beim Neuen Forum. Aber wie gesagt, das konnte keiner wissen. Ja. Ja. Und Sie haben sich ja auch engagiert bei Frauen für den Frieden. Mhm. Und was haben Sie da gemacht? Und wie haben Sie da auch mit dieser Organisation, gab es ja auch in West-Berlin, wie haben Sie zum Beispiel zusammengearbeitet? War das überhaupt möglich? Also ich denke jetzt mal, das weiß ich gar nicht so genau, aber wir haben uns sicher Frauen für den Frieden genannt, weil es die in West-Berlin gab. Da gab es am Anfang gar keine großen Kontakte. Mhm. Wir haben uns zusammengefunden, weil wir fanden, und zwar 1982, weil wir fanden, dass wir uns wehren müssen. Mhm. Auch explizit als Frauen. Wir haben die Männer regelrecht ausgeschlossen, weil wir also nicht zerredet werden wollten und nicht dominiert werden wollten. Und das hat sehr gut funktioniert. Wir haben begonnen mit einer Eingabe, also einer Petition, wie man heute sagt, gegen eine Veränderung des Wehrdienstgesetzes, demzufolge Frauen zum Dienst an der Waffe herangezogen werden konnten. Dagegen haben wir mit Petitionen uns gewehrt, jede einzeln. Es ist so ein bisschen niedergebügelt worden. Und dann haben wir Wochen später alle gemeinsam schwarz gekleidet am Alexanderplatz ein Einschreiben mit dieser Eingabe abgegeben. Das war sozusagen die erste nach außen sichtbare Aktion. Da war sehr viel Stasi, und das wurde sehr beargwöhnt, und passiert ist nicht viel. Es wurden ein paar Frauen mitgenommen, waren abends alle wieder frei. Mhm. Das war schon mal ein großer Erfolg. Ja. Gut, und dann haben wir Veranstaltungen in Kirchen gemacht, wo wir wirklich
ziemlich frei geredet haben, was uns bedrückt. Mhm. Die waren immer sehr gut besucht, diese Veranstaltungen, und waren natürlich der Stasi ein Dorn im Auge. Aber dadurch hatten wir über die Jahre auch schon so eine Erfahrung, dass man Grenzen weiter ausloten kann als allgemein gedacht. Ja. Was hatte die Kirche damals für Sie für eine Bedeutung in der DDR? Ja, die Kirche hat uns den Raum geboten, also die Kirche zu Veranstaltungen. Da mussten wir uns allerdings eine Pastorin in dem Fall suchen, die das mit ihrem Gemeindekirchenrat klärt, dass wir das machen dürfen. Und dann standen wir sozusagen unter dem Dach der Kirche. Wir waren keine kirchliche Gruppe, das wollten wir auch nicht sein, und es gab auch Konflikte. Also wir wollten uns nicht, es gab auch Versuche, uns ein bisschen zu domestizieren. Mhm. Das wollten wir natürlich nicht, aber es ging immer so vorwärts. Also dank dieser Pastorin, die das gemacht hat, ja. Und wie haben Sie die Kirche wahrgenommen im Zusammenhang mit dem 9. November und allen Geschehnissen vorher? Die Geschehnisse vorher, wenn Sie meinen, die Demonstrationen am 7. Oktober, oder, da hat die Kirche, also denke nur an die Gethsemane-Kirche, ja weit ihre Pforten aufgemacht und war unglaublich hilfreich. Aber das ist immer, muss ich auch sagen, es ist nicht die Kirche. Das sind einzelne Pastoren, einzelne Gemeinden, mhm, die das gemacht haben. Also das ist immer schwierig, da über die Kirche. Mhm. Es gab sicher auch Leute, die das nicht so wollten, ja, was da passiert ist. Ja. Aber im Grunde waren die dann schon bei diesen offenen Kirchen und die Organisation, die jetzt die Verhafteten betraf, also um zu hören, wo die sind. Und das war schon sehr wichtig. Ja. Mhm. Einen anderen Raum gab es ja nicht. Ja. Also wo hätte man mit so vielen Leuten, mit so vielen Fragen hingesollt? Also es gab keinen, weiß man ja, in der DDR gab es keinen offiziellen Raum. Man konnte nicht irgendetwas mieten. Mhm. Also man konnte nicht einen Saal mieten, mhm, weil man sich, weiß ich nicht, Leute versammeln wollte. Mhm. Das gab es eben nicht. Ja. Und der 9. November war ja grundsätzlich ein sehr denkwürdiger und spannender Tag, aber bei, ja, Ihnen noch mal ein bisschen mehr. Wie war Ihr 9. November? Ja, wir hatten im September das neue Forum gegründet und es sollte als Verein angemeldet werden. Wie Kaninchenzüchterverein, das war das Einzige, was ging in der DDR, einen Verein anzumelden. Jedenfalls haben wir das versucht. Und das wurde erst abgelehnt. Und gab es zwei Besuche von Bärbel Bulley und mir im Innenministerium, wo wir also nicht gut behandelt worden sind. Das heißt, also wir sind abgelehnt worden. Das Projekt ist abgelehnt worden. Und am 9. November, ich glaube am 8. abends, kam die Zulassung des neuen Forums, also als Verein. Und wir wollten am 9. November mittags hier eigentlich im Atelier eine Pressekonferenz abhalten wollen, weil wir das kundtun wollten, das neue Forum ist zugelassen. Dann war das so voll, war so viel Medienpräsenz, dass wir auf den Kohlenhof, der hier nebenan war, da kamen die Leute dann von dem Kohlenhof und durchs Haus gequollen auf den Hof dieses Hauses. Und ich habe also diese Presseerklärung verlesen. Und als wir dann abends sehen wollten, wie diese Presseerklärung ankommt, ist uns Herr Schabowski zuvorgekommen mit seiner Maueröffnung. Ja. Insofern war das dann, ja, das neue Forum war dann nach der Maueröffnung, war auch nicht mehr wichtig. Mhm. Mhm. Das hat sich bei den Wahlen dann im 1990 gezeigt. Und also die Bürgerbewegungen haben dann keine Rolle mehr gespielt. Mhm. Und was haben Sie am 9. November noch gemacht dann abends? Wir sind zur Bonhoeffer Brücke gegangen. Also wir waren zu Hause, haben das gehört, weil wir ja Nachrichten sehen wollten, und sind dann zur Bonhoeffer und sind rübergegangen. Mhm. Haben Freunde besucht und sind morgens wieder zurückgekommen. Mhm. Und es war einer der bewegendsten Augenblicke, oder waren die bewegendsten Minuten und Stunden meines Lebens dort. Mhm. Also weil einfach so eine kollektive Freude, also deswegen, dass die Mauer jetzt auf war, ja, da wusste man ja auch noch nicht genau, geht sie wieder zu oder wie wird das alles geregelt, ja. Aber diese kollektive Freude der Leute auf dieser Brücke, ich bin in meinem ganzen Leben nie so oft hochgehoben worden. Ja. Also irgendwelche Leute, die ich traf, so Männer, die hoben, die Freude war riesig. Und das war schon ein sehr schönes Erlebnis. Mhm. Fanden ja nicht alle gut. Viele hätten ja gerne gehabt, dass das noch eine Weile zubleibt und wir hier die Chance einer Entwicklung haben, einer anderen, okay, Entwicklung. Mhm. Tja.
Sie haben ja damals mit dem neuen Forum erste Schritte in Richtung Demokratie in der DDR wirklich versucht. Versucht, ja. Genau. Wenn Sie heute blicken auf die Leute, die mit unserer Demokratie unzufrieden sind, was würden Sie denen sagen? Denkt euch was aus und tut was dagegen, dass ihr unzufrieden seid. Also es wäre, es gibt Leute, die sagen, wir müssten sowas wie ein neues Forum wieder haben jetzt, um also Menschen zu sammeln, die Ideen haben dafür oder die auch besprechen miteinander, genau wie das beim neuen Forum geplant war, was man machen könnte und wie man die Demokratie für die Menschen auch erlebbar machen kann. Es funktioniert ja nicht so richtig. Ne? Also wir haben schon eine Demokratie, aber die geht nicht durch bis auf die Basis, hätten wir früher gesagt. Vielen Dank für diese eindrücklichen Momente hier an diesem Ort mit Jutta Seidel. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gern geschehen.